gerade von Ihrem Podiumskollegen gehört, dem Herrn Geißler. Der Kapitalismus ist fatal gescheitert. Stimmen Sie dieser These zu? Nein, definitiv nicht. Das heißt, der Kapitalismus, er versucht damit ja ein in seiner alten Funktion als Generalsekretär Begriffe zu besetzen, um sie dann in seinem Sinne zu interpretieren und sich damit eine Realität zu schaffen. Wir haben in der Tat eine fundamentale Krise der Finanzmärkte, aber die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus als dezentralisierte, gewinnorientiertes Entscheidungssystem ist natürlich also nicht gescheitert und steht auch gar nicht in Frage. Es gäbe auch keine Alternative dazu, wo wir darüber diskutieren und streiten, ob und in welchem Maße werden wir regulatorische Schranken einziehen müssen. Und da, denke ich, werden wir auf den Finanzmärkten also stärker regulieren müssen als in der Vergangenheit, als beispielsweise auf den Gütermärkten. Den Big Bang, den Herrn Geißler einstellt, den wird es nicht geben. Politik ist zwar immer fahrtabhängig, aber glücklicherweise ist die Zukunft offen, die können wir gestalten. Vielleicht ein letztes, darf ich noch ein bisschen erzählen? Ja, darf ich noch ein bisschen erzählen? Also, Herr Geißler sagte zwar, man solle Professoren nicht alles glauben, aber ein paar Sachen sollte man vielleicht doch glauben. Und eine, das ist für den Finanzmarkt und der Finanzkrise sehr wichtig, es gibt Produktionsfaktoren, da lernt man Arbeit, Kapital, Natur, technischer Fortschritt, aber ein wichtiger Produktionsfaktor ist auch Risiko. Eine Gesellschaft ist umso produktiver auch in der Realwirtschaft, je größere Risiken sie zu tragen in der Lage ist. Ein Beispiel. Durch die Erfindung der Aktie wurde es möglich, beispielsweise Fernhandel im 14. oder 15. Jahrhundert zu treiben. Ein Reeder, dem ein Schiff gehörte, konnte es sich gar nicht leisten, sein Schiff nach Indien zu schicken. Dadurch, dass er jetzt seinen Kapitaleinsatz auf sehr viele Schiffe verteilen konnte, konnten produktivitätssteigernde Umwege eingegangen werden. Das heißt, Finanzinnovationen, die Risiken besser verteilen, haben positive realwirtschaftliche Effekte. Und das hat er nie verstanden. Und deswegen müssen wir, sagen wir mal, nicht die Verbriefung und Strukturierung in Frage stellen, nur müssen sie transparenter machen, dass man weiß, wer welche Risiken gekauft hat. Das Problem war ja, es wurden diese Papiere so oft verpackt, dass die Banken glaubten, keine Risiken mehr in der Bilanz zu haben, die Kunden glaubten, keine Risiken übernommen zu haben. Das spricht aber nicht gegen die Verbriefung und Strukturierung, sondern es spricht dafür, die Transparenz also deutlich zu erhöhen. Und ich fürchte oder ich sehe eine Gefahr, dass vielleicht ein bisschen das Kind mit dem Bart ausgeschüttet wird. Aber Regulierung auf die Finanzmärkten ist zwingend erforderlich, mehr als wir gegenwärtig haben. Wenn Sie von der Regulierung der Märkte sprechen, wie zufrieden sind Sie mit dem derzeitigen Krisenmanagement der Bundesregierung? Das Krisenmanagement ist, denke ich, relativ gut. Es gab keine Blaupause für diese Krise, es gab kein Textbuch. Man hat intuitiv das Richtige gemacht. Im Nachhinein hätte man immer nachjustieren können und was anders machen können. Aber das Finanzsystem stand einige Wochen nach dem Konkurs von Lehman Brothers vor dem Kollaps. Und da haben letztlich alle Regierungen richtig drauf reagiert. Die Situation ist unter Kontrolle, die Probleme sind allerdings nicht gelöst und die Kernarbeit beginnt allerdings jetzt. Das Krisenmanagement war gut, aber was ich gegenwärtig vermisse, sind die langfristigen Pläne, wie soll denn ein zukünftiges, weniger krisenanfälliges Bankensystem oder Finanzsystem aussehen. Das heißt, haben Sie da schon erste Ideen vielleicht als Professor? Nein, es gibt Ideen, was man machen muss. Ein internationales Kreditregister wäre richtig. Es kann nicht angehen, dass die Bankenaufsicht im nationalen Rahmen verhaftet ist, während die Banken international tätig sind. Wir haben durch die Fair-Value-Bilanzierung eine Prozyklizität drin. Wir haben zu geringe Risikopuffer in den Banken. Das weiß man, was zu machen ist. Da herrscht auch in der Wissenschaft ziemlich Konsens drum. Nur das Problem ist, wie setzt man es um? Es gibt im Angelsächsischen zwei Begriffe, Policy und Politics. Policy ist die theoriegeleitete Entwicklung von Strategien zur Lösung von Problemen. Aber leider wird nie und nirgend ein Problem durch eine noch so elaborierte Strategie gelöst, sondern es muss umgesetzt werden. Die Schwierigkeiten sehe ich darin, diese richtigen Befunde in nationales Recht umzusetzen.
weil ja jedes Land hat ja ein bestimmtes Geschäftsmodell und in angelsächsischen Ländern, wo wir einen sehr stark ausgebauten Finanzsektor haben, der einen hohen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung leistet, würde natürlich ein über den Kamm rasieren, also gewisse Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. Und deswegen glaube ich, ist die Umsetzung dessen, was als richtig anerkannt ist, viel mühsamer und schwieriger, weil, wie gesagt, in nationale Geschäftsmodelle eingegriffen wird. Es wird sich etwas ändern, aber die Big Bang-Lösung wird es nicht geben. Und vielleicht ein letztes. Wenn man wüsste, wie Mörder aussähen, gäbe es keine Mörder. Wenn man wüsste, wo Finanzkrisen herkommen, gäbe es keine Finanzkrisen. Das heißt, was wir schaffen, ja, kann darin bestehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine ähnliche Krise wiederholt, deutlich zu reduzieren und möglicherweise auch die damit verbundenen Kosten deutlich zu reduzieren. Aber Krisen auf den Finanzmärkten wird es immer geben, weil Finanzmärkte doch inhärent instabil sind. Und Finanzmärkte, die, sagen wir mal, absolut stabil wären, wären auch nicht effizient, sie wären nicht innovativ. Und letzte Frage meinerseits als Professor an der Technischen Universität in Darmstadt. Was versuchen Sie da Ihren Studenten, Studierenden mit auf den Weg zu geben? Ja, zunächst machen wir mal eine gediegene Grundausbildung dessen, was so der State of the Art der Wissenschaft ist. Das ist weitgehend so standardisiert und, sagen wir mal, ein guter Professor ist ein Professor nicht unbedingt, der in Vorlesungen den aktuellen Wissenstoff vermittelt, sondern ein guter Professor ist derjenige, der in seinen Vorlesungen die Neugierde bei den Studenten erweckt, selbst zu arbeiten, nämlich durch Selbstarbeiten wird man klug, nicht durch Sitzen in Vorlesungen. Das also zeichnet meines Erachtens einen guten Professor aus. Und allerdings in meinen Vertieferveranstaltungen versuche ich meinen Studenten beizubringen, dass jedes Problem, sagen wir mal, nur gelöst werden kann, wenn gleichermaßen die Strategieentwicklung und die Umsetzungsbedingungen, das heißt der Politics-Aspekt, mitbedacht wird. Und welche Eigenschaften muss man heute mitbringen, um in der heutigen Wirtschaft zu bestehen? Naja, man sollte eine Fähigkeit zum Selbstlernen haben. Das ist für euch ganz wichtig, weil wir eine Verkürzung der Halbwertszeit haben. Und man sollte, ja, neugierig sein und eine gewisse Stressresistenz mitbringen. Und vor allen Dingen ist vielleicht eine Sekundärtugend, aber es ist wichtig, fleißig müssen Sie schon sein. Ich danke Ihnen für das Gespräch.